So, wir sind jetzt in Klanegg angekommen. Und als allererstes lassen wir Tirik erstmal eine Karte von diesem Ort hier anfertigen. Damit wir uns ein bisschen umschauen können und wissen, wo die Händler sind. Und die Tavernen, denn wir sollten gleich erstmal schlafen gehen. Es ist schon recht spät. 23 Uhr, ja. Da sollten wir auch gleich eine... nein, das wollte ich nicht. Da sollten wir auch gleich in eine Herberge und eigentlich in eine Taverne und sofort schlafen. Denn wenn wir jetzt in eine Taverne gehen würden, würden wir wahrscheinlich erstmal 3-4 Stunden da rumtrinken. Und das muss ja nicht sein. So, ich sehe recht viele Händler. Das ist schon mal gut. Und hier... wo war die Taverne? Hier? Ja. Und zwei Häuser weiter, falls hier keine Herberge ist. Das sieht aber gut aus. Wie schaut's mit Essen und Trinken aus? Durst? Durst geht, Hunger. Ja, machen wir das so. Tiri kann zwar nicht mehr tragen, aber kann sowas essen. Nein, du sollst 0 Rationen an dich selbst abgeben. So, zurück. Wir würden gerne schlafen. Und wir nehmen wieder eine Suite. Das wäre wieder eine Dukate pro Kopf. Aber das sind nur 6 Dukaten. Wir haben 360 oder so. Das ist schon okay. Wir würden gerne nur eine Nacht bleiben. Und sofort schlafen. Ja, das lohnt sich doch gleich. So, frisch ausgeruht gucken wir jetzt da, da und da hin, in der Hoffnung, dass es endlich mal ein Waffenhändler ist. Eine Krämerin. Also ja, natürlich sind Krämer auch wichtig. Und es ist bestimmt nicht toll für sie, wenn Leute in ihren Laden reinkommen und sagen, ah, es ist ja eine Krämerin. Und hier ist schon wieder eine. Aber wir wollen doch unsere Waffen loswerden. Und zwar nicht für 0 Heller. Und eine Kräuterhändlerin. Ja, das ist schön. Und wir könnten ja auch Wirselkräuter kaufen und anderen kleinen Kram. Aber ich will einen Waffenhändler und da bin ich jetzt bockig. Oh, ist ganz schön groß, die Stadt. Aber keine neuen Händler. Gucken wir hier nochmal rein. Und hier nochmal rum. Trotzdem keinen neuen Händler. Wir können jetzt nach Norden und nach Westen weiterreisen. Gucken wir erstmal nach Norden. Denn Witzern war ja ziemlich am Rand der Karte. Da nämlich. Nach Tyldon. In der Hoffnung, dass wir von Tyldon nach Westen reisen können. Aber das müssten wir eigentlich. Hm? Also gucken wir einfach mal. Ah, schaffen wir mal nur ein bisschen mehr als die halbe Strecke. Wache kann jetzt auch wieder Tirik übernehmen. Ein bisschen was regeneriert er hier trotzdem. Und jagen tut Mürrem. Kein Wasser, keine Tiere. Das ist echt komisch. Sie hat doch Natur, Wildnisleben 5, Pferdensuchen 4. Tierkunde 3. Ja, Tierkunde könnte ein bisschen höher sein. Aber trotzdem sind ihre Werte eigentlich gut genug, dass sie was finden sollte. Naja, sei es drum. Kräutersuche. Jallen. Machen wir mal 3 Stunden. Keine Kräuter. Beim nächsten Levelanstieg auf jeden Fall ganz viel Kräuterkunde lernen bei Jallen. So, Tyldon. Gucken wir mal ganz kurz, ob es schon mal einen westlichen Ausgang gibt. Ja, das ist sehr vielversprechend. Wenn wir jetzt noch einen Waffenhändler haben, wird es meine neue Lieblingsstadt. Oder Lieblingsdorf eher. So groß ist das hier ja nicht. Ein Händler. Es wird bestimmt ein Krämer sein. Ja. Weil wenn ein Dorf schon nur einen Händler hat, dann sollte es auch das sein, was die meisten Leute brauchen. Und die meisten Leute brauchen halt allgemein Waren und keine Schwerter. Wir sind da ja etwas komisch. So, westlicher Ausgang.
Wir würden gerne nach Witsand. Sehr schön. Und morgen dürften wir da auch ankommen. Also Gwendolyn, Terek, Gerugon, Mürrem jagt, findet Wasser, das ist schon mal gut. Und keine Tiere. Das ist langsam nicht so gut. Terek wird gefüttert, weil er nichts mehr tragen kann. Der Rest hat noch eine Ration, aber auch recht viel Hunger. Das heißt, die werden die Ration wahrscheinlich im Laufe des nächsten Tages aufessen. Aber wir kommen ja gleich in Witsand an, dann können wir uns neu eindecken. So, Kräutersuche, Jallen, 3 Stunden. Keine Kräuter. Oh, wieder Löwen. Und wir haben vergessen, bei Mürrem die Waffe zu wechseln. Ah, nimm bitte ein Rapier. Eigentlich hätte sie den Bogen nehmen sollen. Hm? Na gut, sei es drum. Auf in den Nahkampf. Dahin. Ja, schön, dass also schnell wach werden. Aber ich denke, ich würde auch schnell wach werden, wenn ich Löwengebrüll und Schwertgeklirre höre. Auf dich, aggressiv. Oh, beide gehen auf Gwendolyn, das ist nicht gut. Du gehst dahin. Abwarten. Und du haust auf den Löwen da oben ein, auf den alle anderen auch einhauen. Du stellst dich dahin und du machst gar nichts. So, jetzt haben wir pro Löwen 2,5 Helden. Das müsste doch reichen. Vor allem, wenn alle so gut treffen wie Terek gerade. So, Computerkampf, keine Magie und ein Auge auf Talana behalten. Ja. Irgendwie überschätze ich die Löwen immer. Weiter reisen nach Witsand. Komm schon, das schaffen wir. Letzte Ration gegessen. Ja, das ist doch egal. Wir sind jetzt ja da, wo wir hin wollten. Schön, schön. Gucken wir mal, wie groß die Stadt ist. Da ist schon mal ein Kartenrand. Ja, sie haben alle ihre letzte Ration gegessen. Und es ist spät. Also suchen wir uns erstmal ein Gasthaus, bevor wir den Nachbarn aufsuchen. Das war schon mal ein Geschäft, wo ich da aus Versehen reingestolpert bin. Ein Ausgang Richtung Westen, das wird dann wahrscheinlich ein Hafen sein. Und aus Versehen in eine Taverne reingestolpert. Na gut, dann müssen wir doch mal hier bleiben und ein bisschen was trinken. Hm? Sagen wir Hallo. Nimm, nimm, nimm. Ist alles sehr voll. Wir hätten gerne 6 Bier und ihr kennt euch doch hier aus. Wir suchen Ragnar Fironjasdotter. Sicher, sie wohnt direkt am Meer. Fährt ja auch oft zur See. Da hat man nachts gern den Wellenschlag im Ohr. An der Theke winkt ein Gast mit seinem leeren Bierkrug. Okay. Also sie wohnt irgendwo am Meer. Es dürften ja nicht allzu viele Häuser sein. Dann vergnügen wir uns noch ein wenig an der Theke. Heute Abend können wir sie eh nicht aufsuchen. Das heißt, wir trinken uns noch ein wenig, hören uns ein wenig um und suchen da eine Taverne. Ein Gasthaus meine ich. Nicht noch eine Taverne, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, bitte, noch eine Runde. Füllt unsere Humpen auf. Und wir warten. Scheint uns keiner auf ein Bier einladen zu wollen. Na gut, man muss es ja auch nicht erzwingen. Verlassen wir die Taverne. Bezahlen 2 Silberlinge und suchen uns jetzt nach einer Herberge um. Hier vielleicht? Ja, das schaut gut aus. Dann würden wir gerne einmal essen. 28 Silberstücke? Nee. Da gehen wir gleich. Jawohl, wenn wir jetzt uns satt essen, kostet das 28 Silberstücke. Wenn wir beim Krämer die Ration kaufen, sind das 7 Silberstücke pro Kopf. Nimm, das sind 42 Silberstücke. Ah, okay, wir essen doch hier. Und nehmen dann gleich eine Suite für eine Nacht. Und schlafen.
Der Wirt hat gesagt, am Meer. Also da oder da. Gucken wir erstmal in der Ecke. Hier? Nein. Dann das Haus, richtig? Jo. Scheint auch unbewohnt zu sein. Hier ist ein Tempel. Hier ist jemand, der nichts an der Tür kauft. Ragnar Firunjasdotter. Eine sehr hübsche junge Frau öffnet euch die Tür. Ihr wollt zu mir? Wenn ihr Ragnar Firunjasdotter seid, dann ja. Ja, die bin ich. Und wie kann ich euch helfen? Mit einer Karte vielleicht. Sagt euch der Name Hügelig etwas? Sicher sagt mein Name etwas. Wir können jetzt unsere ganze Geschichte erzählen oder einfach gleich auf den Punkt kommen. Und da sie eine junge Frau ist und ich Vorurteile habe, sagen wir mal, wir sind auf der Suche nach einem Schwert. Weil ich denke, dass sie sonst ungeduldig werden würde. Da werde ich euch kaum weiterhelfen können. Warum fragt ihr nicht Isleifs Olgason aus Feldstein? Da kommen wir gerade her. Das ist ein direkter Nachfahre von Hügelig. Oder ihr könntet seine Großnichte Swafnild Egilsdotter. Ich glaube, die wohnt in Skjall. Oh, das ist ein neuer Name, glaube ich. Wo ist meine Liste? Njam, njam, njam. Wie heißt die gute Dame? Oder ihr könnt die Großnichte Swafnild. Swafnild Egilsdotter? Sie wohnt in Skjall. Den Namen haben wir auch schon mal gehört auf unserer Suche auf der Karte. Fährt aber die meiste Zeit mit ihrem Schiff Hjollands Stolz die Küste ab. Ah, das ist nicht gut. Hjollands Stolz. Das heißt, wir werden die Häfen abklappern müssen. Hab Dank, aber wisst ihr vielleicht noch etwas? Ja, wartet mal. Sie grübelt. Da gibt es noch einen direkten Verwandten in Fexcair. Er heißt Gerbald oder so ähnlich. Okay. Gerbald in Fexcair. Das war die Stadt ganz oben rechts auf der Karte. Ach ja, Hügelig hatte eine Braut. Von der gibt es auch noch einen Verwandten. Oh, noch einen in Skjall. Das ist ja praktisch. Da sollten wir uns dann als nächstes hinbegeben, wenn das nicht zu weit weg ist. Jorge Thorfinnsson. Jorge Thorfinnsson. Also das Beste ist, wir reisen jetzt nach Skjall, suchen da diesen Jorgen auf. Oder Jorge. Und gucken dann, ob die Swafnild gerade auch zu Hause ist. Wenn sie nicht zu Hause ist, dann halt am Hafen. Und sonst werden wir versuchen, sie unterwegs einfach so zu treffen. Was aber recht unwahrscheinlich ist. Na gut. Wir könnten jetzt noch mehr drängeln. Dann würden wir uns jetzt aber wahrscheinlich mit ihr verscherzen. Aber wäre das so schlimm? Hab Dank, aber wüsst ihr vielleicht noch etwas? Nein, sonst wüsste ich niemanden. Sie zögert eine Weile. Aber ich habe etwas anderes, das vielleicht von Interesse sein könnte. Eine Karte, die ich geerbt habe, soll aus Hügeligs Nachlass stammen. Können wir die Karte vielleicht mal sehen? Ach, wenn ihr mögt, könnt ihr sie sogar haben. Wartet einen Moment. Sie verschwindet kurz im Haus. Als sie wiederkommt, drückt sie euch ein Pergamentfetzen in die Hand. Ein rechts, Eiche, außen weit, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein zweites Stück von einer Karte. Nun, ich will doch meinen, dass ich euch weitergeholfen habe, oder? Also, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich habe nämlich noch eine längere Reise vor. Viel Glück dann noch. Sie verschwindet im Haus und ihr geht. Oh, ganz viele Stufenanstiege. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Aber schön, dass wir so penetrant waren. Also dadurch kommen wir zwar nicht sehr sympathisch rüber, aber wir haben erfahren, was wir erfahren mussten. Na gut, jetzt mache ich aber erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge können wir die ganzen Stufenanstiege machen, weil das werden wahrscheinlich alle anderen sein. Hoffen wir mal, dass die Würfel gut fallen. Aber bis gleich.